Personal Training B-Lizenz geht es im Endeffekt darum, junge Trainer und Trainerinnen, die in den Beruf des Personal Trainers einsteigen wollen, grundlegendes Wissen zu vermitteln, sowohl im fachsportlichen Bereich als auch vor allen Dingen im unternehmerischen Bereich, weil das ist eine Hälfte der gesamten Tätigkeit des Personal Trainers oder Personal Trainerin, unternehmerisch zu planen, das Business erstmal zu gründen, um im Endeffekt schon relativ frühzeitig vom Personal Training auch leben zu können, Kunden zu akquirieren, Kunden zu halten. Durch die Personal Training B-Lizenz werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Lage sein, erste Kunden zu akquirieren. Sie haben ihr Unternehmen jetzt optimal geplant, sie haben ihr Marketing bereits angefangen umzusetzen, sie haben ihre Internetpräsenz, sie sind fachsportlich dementsprechend nochmal weiterentwickelt durch die Inhalte dieser Ausbildung und können jetzt im Endeffekt darauf vertrauen, erste Kunden zu bekommen oder ihren bisher schon erworbenen Kundenstamm weiter auszubauen. Jetzt aber auch zu den Tarifen, die Sie sich wünschen und die Sie auch von der Finanzplanung her benötigen. Also es ist im Endeffekt der optimale Einstieg in die Champions League der Trainingsbetreuung ins professionelle Personal Training. Die Personal Training E-Lizenz ist für jeden geeignet, der die Vision hat, Personal Trainer oder Personal Trainerin zu werden. Es ist der perfekte Einstieg, um für ein Unternehmen zu gründen, sich fachsportlich weiterzuentwickeln, fachliches Selbstbewusstsein aufzubauen, aber auch eben zu wissen, ich habe mein Unternehmen optimal geplant, ich kann mich jetzt darauf verlassen, dass erste Kunden kommen, um eben erfolgreich in dieser Tätigkeit aufzugehen. Mein Name ist Florian Münch, ich bin Gründer und Inhaber der Sportlereiakademie. Selber seit 12 Jahren erfolgreicher Personal Trainer, kann da auf sehr, sehr viele Erfahrungswerte zurückgreifen, wie auch andere Dozenten in unserer Akademie, die eben das Ziel haben, das Berufsbild Personal Training auf qualitativ hohes Level zu heben, Trainer und Trainerinnen darin gut auszubilden, damit eben noch mehr Menschen davon mitbekommen, wie wichtig Personal Training ist oder wie viel Personal Training im Endeffekt bringen kann, weil es ist definitiv der Beruf der Zukunft.